Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer. Worüber reden wir eigentlich? Wir reden über den Schulkonsens NRW und nicht über den Untergang des Abendlandes. Der Schulkonsens ist schlicht und ergreifend ein Kompromiss von drei Parteien. Er ist weder der Anfang noch das Ende der Schulpolitik in NRW. Ein guter Kompromiss zeichnet sich ja bekanntlich dadurch aus, dass alle Beteiligten nachher unzufrieden sind. Und den Eindruck hatte ich hier heute ja auch durchaus. Viele mussten ihre ursprünglichen Positionen aufgeben, um zusammenzukommen. Dies erkennen wir an. Insbesondere, dass die CDU sich hier für eine Modernisierung der Schullandschaft mit mehr gemeinsamem Lernen geöffnet hat. Auch SPD und Grüne haben sich sicherlich nicht gerne von der flächendeckenden Einführung der Gemeinschaftsschule verabschiedet. Zugunsten des Kompromissmodells Sekundarschule. Und nichts anderes ist die Sekundarschule. Es war kein Wunschmodell von irgendeiner Fraktion hier, sondern es ist letztendlich ein Kompromiss, mit dem niemand wirklich ganz zufrieden ist. Das muss man auch so deutlich sagen. Das ist gewiss nicht zuletzt der besonderen Situation in der letzten Legislaturperiode geschuldet, in der es keine eindeutigen Mehrheiten gab. Also man muss auch wissen, das wäre so nie passiert, wenn wir eine Regierung gehabt hätten, die deutlich eine Mehrheit gehabt hätte. Das soll aber den Respekt nicht vermindern, dass dieser große Schritt passiert ist. Letztendlich haben wir dadurch verhindert, dass es einen Stillstand in der Schulpolitik gibt oder ein weiteres ideologisches Rumgezerre. Der Schulkonsens war ein wichtiger Beitrag zur Versachlichung in der Schulpolitik. Auch das ist nach außen bemerkt worden und das war ein ganz gutes Signal an die Schulen, dass gesehen wurde, es wird nicht mehr hier nur noch um Struktur geredet, es wird um Inhalt geredet und es wird darüber geredet, wie können wir Schulen verbessern. Ich werde jetzt hier trotzdem keine Blumensträuße verteilen. Einige der getroffenen Vereinbarungen sehe ich durchaus kritisch, andere sind noch nicht so umgesetzt, wie wir das gerne hätten. Und ich werde mich auch nicht an dieser Diskussion beteiligen, wie sie jetzt hier seit anderthalb Stunden läuft, wer wann was gesagt hat, wer hier irgendwelche Pirouetten dreht. Ich möchte hier gerne über den Schulkonsens reden. Meine Vorredner und Vorrednerinnen haben ja ausführlich über die Entwicklung unserer Schullandschaft gesprochen. Das ist in der Tat gut und es ist viel passiert. 186 neue Schulen wurden seit 2011 gegründet. Ein beeindruckendes Ergebnis, haben Sie das genannt, Frau Ministerin Lörmann, und das stimmt. Doch den Schulgründungen stehen auch Schulschließungen gegenüber. Leider wird die Entwicklung der Schulschließungen der regionalen Schullandschaften im Bericht nur am Beispiel des Kreis Warendorfs gezeigt. Doch wir müssen sehr genau auf das Schulangebot überall vor Ort schauen. Die Wahlfreiheit der Eltern ist uns ein hohes Gut. Aber besteht sie eigentlich noch flächendeckend? Hauptschulen und Realschulen verschwinden von der Landkarte, weil sie, so sagt man, nicht mehr gewünscht sind. Das bedeutet aber, dass Eltern, die ihr Kind nicht in eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens schicken möchten, mancherorts gar keine Wahlfreiheit mehr haben. Und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Lindner. Also ich finde auch, dass Eltern bestimmen sollen, auf welche Schule ihr Kind geht und dass da Wahlmöglichkeiten bestehen müssen. Und dann finde ich es von Rot-Grün unanständig, so zu tun, als gäbe es diese Wahlfreiheit überall. Dann sollte man lieber ehrlich sein und sagen, wo der Zug hinfährt. Dass nämlich letztendlich in vielen Regionen es zu einem Zwei-Säulen-System kommen wird, das ein Gymnasium und eine Schule des längeren gemeinsamen Lernens vor Ort vorhalten wird. Zum Herzstück des Schulkonsens, die Sekundarschule. Auch wir sind für Schulen des gemeinsamen Lernens. Wir finden das Prinzip des längeren gemeinsamen Lernens gut, da es den Bildungsprozess länger offen hält. Deshalb sind wir auch nicht gegen Sekundarschulen. Allerdings, das ist auch gerade schon gesagt von Ihnen, Frau Ministerin Lehrmann, es gibt ja gar nicht die Sekundarschule. Es gibt viele verschiedene Sekundarschulen mit verschiedenen Konzepten. Wir haben einmal die integrierte Form, die teilintegrierte Form und die kooperative Form. Die kooperative Form entspricht nicht unseren Vorstellungen, da wieder die Schüler getrennt werden in Hauptschüler, Realschüler, Gymnasialschüler. Wir glauben, dass die integrierte Form letztendlich die sein sollte, die wir auf Dauer haben könnten, vor allen Dingen im Hinblick auf die Inklusion, weil genau das wäre ja dann die inklusive Schule und nichts anderes. Man muss halt jetzt nur genau schauen, wie die Umsetzung erfolgreich gestaltet wird.
Doch die Sekundarschulen müssen auch von allen Eltern getragen werden. Und dann gehe ich da wieder hin, wo Herr Lindner gerade war. Das nutzt nichts, die Sekundarschule von außen aufzudrücken, sondern wir müssen zeigen, die Sekundarschule leistet hervorragende Arbeit. Die müssen nachweisen können, dass sie eine leistungsstarke Schule ist. Und dann erst werden alle Eltern diese Schule akzeptieren und annehmen. Wir finden es gut, dass die Sekundarschule als Ganztagsschule konzipiert ist, denn das Ganztagskonzept ist wesentlicher Bestandteil zur Umsetzung individueller Förderung. Und da komme ich gleich noch drauf. Es trägt zu mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit bei. Ein Kritikpunkt sehe ich an den Sekundarschulen noch ganz deutlich. Die Sekundarschule hat keine Oberstufe. Viele Eltern wünschen sich eine Schule, wo die Kinder von Klasse 10 bis Klasse 13 hingehen können. Und das hält die Sekundarschule nicht vor. Und wir haben einige Sekundarschulen, die vierzügig fahren. Und ich verstehe nicht, warum an diesen Schulen keine Oberstufe eingerichtet werden kann, wenn Eltern, Lehrer und Schüler das wollen. Also hier bitte ich nochmal nachzubessern und zu gucken, ob es diese Möglichkeit nicht gibt. Überall wird individuelle Förderung reklamiert. Das ist im Moment an den meisten Schulen aber eher ein Versprechen, als dass es dort überall umgesetzt wird. Das betrifft ganz besonders den immer noch nachweisbaren Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft und dem Bildungserfolg. Hier gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Und bei dieser Frage sind wir dann auch ganz schnell wieder bei den Ressourcen. Wir müssen sehr viel mehr in Bildung investieren, denn unsere schönen Reden hier helfen uns nicht weiter. Auch gute Konzepte, wie sie von vielen Schulen entwickelt werden, gehen nur dann auf, wenn genügend Personal dies auch umsetzen kann in kleinen Klassen mit genügend Zeit für jeden Schüler und jede Schülerin. Der nächste Punkt, Primusschule. Ich habe das hier schon mal ausgeführt. Wir finden die Primusschule gut. Eine Klasse von 1 bis 10 eröffnet Möglichkeiten, die andere Schulen nicht haben und werden sicherlich auch hilfreich sein, wo viele Schulschließungen drohen. Da ist es eine Alternative. Ein weiterer wesentlicher Punkt des Schulkonsens, die Sicherung des wohnortnahen Schulangebots. Kurze Beine, kurze Wege. Das ist der richtige Weg. Das 8. Schulrechtsänderungsgesetz haben wir mitgetragen. Die Entwicklung vor Ort müssen wir aber weiterhin genau verfolgen. Dass auch bei den geänderten Regeln viele Schulstandorte gefährdet sind, das ist jetzt schon abzusehen. Und wir sollten dann noch mal genau hinschauen, ob wir da nachjustieren müssen, damit nicht im ländlichen Bereich und in einigen Städten es in Stadtteilen überhaupt keine Schulen mehr gibt. Ein anderer Punkt im Schulkonsens sind sowohl ein Sozialindex auch als ein Inklusionsindex angekündigt. So sollen Schulen zum Beispiel in sozialen Brennpunkten mit vielen Schülerinnen und Schülern mit besonderen Förderbedarfen mehr Lehrerstellen zur Verfügung gestellt werden. Das halte ich für dringend geboten, und zwar jetzt. Und wie ist da der Stand der Dinge? Es gab in den letzten Monaten Hinweise, dass die Entwicklung des Sozialindex nicht so recht vorangeht. Da warten wir auf klare Ansagen und Aussagen. Das gilt auch für den Inklusionsindex. Meine Damen und Herren, im Schulkonsens haben sich SPD, CDU und Grüne auf die Fahne geschrieben, die Klassengröße schrittweise zu verringern. Das ist ein guter Ansatz, aber wir haben hier ambitioniertere Ziele. Wenn man Inklusion, Bildungsgerechtigkeit und echte individuelle Förderung ernsthaft umsetzen will, muss man hier sehr viel mehr Anstrengungen hineinlegen und mehr Personal zur Verfügung stellen. Ja, natürlich weiß ich um die Schuldenbremse, aber für uns hat in der Landespolitik Bildung Priorität. Wenn man entsprechend handelt, müssten andere wichtige Projekte warten. Das ist dann halt so. Dazu gehört auch die Finanzierung von Lehrerstellen aus demografischen Effekten. Professor Klemm schreibt in seinem Gutachten Perspektiven und Chancen zur demografischen Entwicklung und zum Lehrerbedarf in NRW ganz deutlich, dass die demografische Rendite nicht ausreicht, um die Zusatzbedarfe aufgrund der laufenden und geplanten Reformen zu decken. Es gäbe da eine Lücke von 2020 bis 2020 von 4.300 Vollzeitstellen im Bereich frühkindlicher und schulischer Bildung. Meine Damen und Herren, wir wissen, Bildungspolitik ist kein Wunschkonzert, aber Bildungspolitik muss Priorität haben. Wir sind für eine schrittweise Verbesserung bei der Schulorganisation, für echte individuelle Förderung, für die Verbesserung der Bildungsteilhabe für alle, insbesondere für die Kinder und Jugendlichen, die bisher noch zu wenig von unseren Schulen profitieren. Vielen Dank.